Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier sehen wir den 1HP-YouGotRackedByMe aus dem Clan U-SPN mit seinem VK7201K 10er Belohnungspanzer Premium, also den bekommt man nicht immer, also kriegt nicht jeder, und wir sind in meinem 10er 9er Gefecht auf Minen im Begegnungsgefecht und wir haben hier 6 10er 9-9er, davon 5 Heavys, 8 mittlere Panzer, 1 TD, 0 Lights, einmal die Arti. Ja, brachiales Teil, riesen Panzer. Und wir gucken mal schnell mal die Mission an. SP-12, gut gepanzert. Das ist das Ding auch. Ja, 150 mm Kanone, Reload von 15-23, wie man so schön sieht. Und dann schauen wir, was er hier so anstellt. Da ist ein Objekt 705A. TVP, aha. Jawoll, und erstmal 690 zur Begrüßung in den Objekt 705A reingedrückt. So kann der Tag anfangen. So, was haben wir da noch? T110E5? Oder will das Objekt noch einer haben? Schaut mal. Klingeling und voll die Kapola des T110E5 getroffen. Was für ein Hit, 801. Ja, Damage 750 auf der normalen AP. Das hat aber bei zweites. Er hat als erstes 29 Mal Hohlladungsgeschoss, Premiumgeschoss mit 350 Durchschlag und 750 Damage. Zweimal die AP-Granate mit 246 Durchschlag und viermal die Sprenggranate HE 950 Damage und 85 Wirkungsgrad. Ja, nun ist es gerade eben beim Kommentieren der T110E5 durchgekommen mit 445, wahrscheinlich durch die Unterwanne. Naja, genug Hitpoints hat er ja. Einen kann man mal vertragen, muss nicht sein, ist aber so. Ja. 17 km/h fährt er vorwärts, 7 km/h rückwärts und mit dem kann man nur vorwärts fahren. Voran immer. Nee, unsicherer Schuss. Ja, der wird fleißig gekappt von den Gegnern. 1-3 steht es. Nee, ist so unsicher der Schuss. Ja, Aimzeit ist um die 2,7 Sekunden. Das wird er bestimmt gedrückt haben auf 2,5 Sekunden. Ja, Sichtbereich ist 400 Meter. Nochmal die Kapola. Nee, ein bisschen verwackelt. Nee, das geht nicht. Er dreht jetzt ein bisschen ab hier, verlegt sich. Aha. Das macht keinen Sinn mehr da oben. Fährt jetzt doch Richtung Cap rum. Unser FV. Oh ja, da begrüßte seinen Teamkameraden, warum er ihm nicht geholfen hat. Ja, nicht so ganz nette Geste, aber naja, man sagt eben Hallo. Unter dicken Monstern sagt man sich mal Hallo. Objekt 430U. Komisch, doofe Aufgabe. Kriegt erstmal welche verpasst. 745 in das Objekt rein. Der klingelt auch zurück. Oh, tief. Hm, war nicht so. Dafür das Objekt 430U rausgenommen. T57 Heavy schießt mit Heat, ist klar bei diesem Battle hier. Bisschen gebaut in die Kette und dann doch durchgekommen. Jetzt hat er 1625 Hitpoints noch. Wie gesagt, dann hat er großes Red Kit, das musste auch schon ziehen. Kleines Meat Kit und Schokolade. Als Ration ist ja 10er Premium Panzer der Deutschen, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Ja, wo waren wir? 400 Meter Sichtweite, 750 Meter Funkbereich. 3-7. Die kappen hier munter weiter. Das ist bei 2926 Damage, 2080 geblockt. Und wieder was abgeprallt. Und nochmal abgeprallt. Jawohl, T57 Heavy erstmal eine verbrezelt. Oh, Skoda T50 hat sich totgerammt.
Ja, wieder ist durchgekommen, der Team 57 Heavy. Ist jetzt aber im Reload. Jetzt musste erstmal das Objekt 140 verarzten. So, T57 Heavy ist im Reload und nimmt ihn jetzt so ein bisschen in die Zange. Dann hat er erstmal die Kette gezogen. So, erstmal den T57 Heavy rausgenommen, bevor der nachgeladen hat. Das hat natürlich das Objekt 140 genutzt und eine reingedrückt das Munitionslager rausgenommen. 5 zu 8, 6271 Damage, 4480 geblockt. So, jetzt gibt es Gedrängel hier. Ja, da prallt das Objekt ab. Jetzt hat er nachgeladen und einfach durch den Turm geboostet. Jawoll. Vierter Kill. So, T110 I5 möchte es auch gerne wissen. 7 zu 9 steht es. Prallt ab. Gleich hat er nachgeladen. Reload Time von 7,68. Das ist bitter. Jawohl, schön den T110 I5 hochgeschoben und durchs Dach geballert. Wunderbar. Fünfter Kill. So, 15 Sekunden noch ist sein Red Kit wieder heile. Kann er sein Munitionslager wieder reparieren. Beziehungsweise wird da alles repariert. Ist ja das Große. 9 zu 10. Was für eine Monsterrunde. Geil einfach. So, jetzt hätte ich noch ein bisschen Zeit zum Reden. Ne? 12 zu 10. Das ganze Game hat sich gedreht. Keiner capped mehr. Nicht schlecht. Was für ein Monster. Geiles Teil. Es ist das erste Mal auf meinem Kanal. Ja, VK7201K. Hat ja auch nicht jeder, wie gesagt. Ui, da backt ein bisschen die Kamera. Oh, yes, baby. Ja. Ah, da ist der FV. 4005. Auch so ein Monster. Und das Objekt 257. Ach, was ist denn mit dem los? Der ist AFK. Ach du Gott, du Gott, du Gott. Da prallt er auch noch ab. Der ist AFK. So, jetzt wird ein Zug angeboten. Mit dem TVP. T50 51. Ja, das ist jetzt HP Pinata. Das ist ärgerlich für das Team. AFK, der Kollege hier. Und Schuss, sechster Kill. Ja, und die Runde ist zu Ende. Wir sehen uns in den Stats. Wunderbar. So, dann kommen wir zu den Stats und er hat das Ganze Minen-Carry genannt und da war das Panzerass, Handgottes, Schläger, Duellant, Wirkungsfeuer, Shellproof für mehr geblockten Damage als Hitpoints, 102.512 Credits, XP kommen wir später, 65 von den anderen, dann haben wir die Verteidigermedaille, dann haben wir die Spartaner-Medaille, dann das Stahlwand und die Top Gun für die 6 Kills natürlich. Teamscore 8.003 Damage, 6 Kills, 1.413 Basis-XP. Ja, der TVP hat das wohl nicht mehr angenommen. Das, naja, lassen wir mal sein. Dann, die hat einen Report: 14 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 11 Mal durchschlagen. Dann hat er 5200 Damage geblockt. Unterstützungsschaden 446. Das ist nicht viel, den Rest hat er selber verpflanzt. Und, ja, gefahren ist er 1,95 Kilometer. Dafür gab es 68.341 Credits, abzüglich Repair, Munition und Ration und natürlich Reparaturkit macht ein Minus von 48.994 Credits. Ja, mit dem Panzer machst du sowieso kein Plus. Ja, Spielzeit 8 Minuten 23. Ja, die Basis-XP mal 2 für den Tagessieg. Und ja, Premium-Fahrzeugmonus hier 106 XP macht 4.346 XP und 210 freie Erfahrung. Ja. Kuriose Wiederrechnung hier, ne? Mit diesem ganzen Abzug sieht man, ach, sieht man den Plus nicht. Insgesamt sieht man den Plus noch hier vorne. Ja, ich bin heute ein bisschen
umnachtet. Was soll's. Ja, ich hoffe, das war eine geile Runde für euch. Mir hat sie Spaß gemacht. Wunderbar. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.